Du rennst mir trotzdem weg. Machst denn du? Da gibt's doch nichts mehr, oder? Nee, gab's noch nicht mehr. Das ist nicht der Weg, Eiser. Sie haben eine Zukunft. Wir alle. Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den Sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Danik! Ach, jetzt können wir bestimmt diese andere Konfiguration am Terminal nehmen, oder? Jo. Oh, ganzen Weg zurücklaufen. Tja, ne? Boah! Riesenvieh. Warte. EP-Station. Ferse. Ja. Ah, die funktioniert nicht. Doch. Oder? Doch, ja. Nächste. Dann diese Alien-Nicken auf und neu sind interessant. Oh, schon lauter Mistviecher, ey. Boah. Helfen Sie mir hoch! Ah. Ja, hilf dem doch hoch! Das war gerade nicht normal gerade. Autsch. Rassenpriest. Die hören aber auf mich auf. What the fuck, ey. Das sind so viele. Ja, der ist tot, glaube ich. Ja. Ja. Jo, sieht's aus. Okay. Loot, 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 loot. Wie weit kann man die jetzt eigentlich werfen? Weit. Ist man in die Luft? Naja. Na doch, geht. So ein Stück. Ja, du wirst mich als Machine Railgun hier, ne? Das wäre ein anderer Film. Wäre aber geil. Gewisse wissenschaftliche Railgun hier. Ja, ja. So, jetzt erklär mir das mal wissenschaftlich. Wie das funktionieren soll. Naja, du hast hier einen Kanal, der so mit Energie geflutet wird, dass die Schwerkraft mehr wirklich stattfindet. Stattdessen eben wir im Energiefluss hiervon gezogen werden. Ja, aber wir können ja hin und zurück. Also müssten ja zwei Bahnen sein, eigentlich. Na? Nein, gar keine Bahn. Wir sind mit unserer Düse raus. Hast du doch gesehen. Beim letzten genauso. Oh, das sind Schlitzer. Ja, das ist ein Schlitzer. Ah.
den Füßen gestorben. Nicht ganz. Jetzt erst. So, und wieder hoch. Ja, ich hab bestimmt voll, ne? Bisschen. Erstmal Bank. Gut. Sachen abliefern. Ja, stimmt. Ja, da war einiges zum Abliefern. Medipacks machen. Basepacks. Bisschen Muni. So. Das wollte ich gar nicht. Mach ich noch Medipacks? Ja, mach ich noch Medipacks. F. Aber ja, es wird was knapp. Das ist mal ein Medipack, du wirst nicht voll reden. Ja, ich weiß. Ja, jetzt leuchtet das andere. So einfach. Hey, erster. Ja. So. Ja, das Ding geht wieder auf. Konsole. Oho. Oh. Licht. Sollten wir runter? Ich denke schon, oder? Ah. Okay. Ich weiß, dass Sie glauben, das Richtige zu tun. Aber Sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Wir sollten laufen. Ja. Schnell. Laufen. Ich frag mich aber wirklich, welche Überraschung das ist. Och, so ein kleiner bis mittelgroßer Atomsprengkopf wäre schon nett, ne? Einfach. Ja, erstmal. Ach, die killen sich halt gegenseitig. Okay, soll mir auch recht sein. Und Wutz. Isaac! Was? Isaac! Ich bin durch die Zuleitung vorgeflüchtet, aber sie haben mich erwischt. Isaac, sie wollen dich abfangen bei... Finger weg von mir! Schnauze, Ketzerin! Ich habe den Codex, Danik. Wenn sie ihn haben wollen, müssen sie mich finden. Nein. Wir sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind... werde ich schon auf Sie warten. Jetzt der allergleiche, oder? Nein. Oh, Raketenwerfer. Ja. Müssten wir den nicht eigentlich runterwerfen, den Raketen? Oh, ja, das wäre eine geile Idee. Echt, geht? Ja, geht. Wie geil. Und trampeln. Wir können auch die Barrieren als Waffen verwenden. Oh. Natürlich praktisch, ne? Nee. Ah, die nehmen wir mit. Wo geht's hin? Okay. Hier weiter. Schade, ich kann dich nicht aufhalten. Was? Nicht so schnell! Ich hab mal umgeschmissen. Hey, ich brauch... Du brauchst was? Ah, Box aus. Hä, geht nicht? Ja, das geht bloß, wenn der Partner nach ist. Ah, so. Ey, hoch. Okay. Und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus?
Umgedrehter Schuh, zwei Typen an der Decke, zwei Typen ineinander. Okay. Nein, alle! Nein, alle! Wo denn? Da hinten. Oh, Granate. Mögen die Barke uns bewahren! Danke. Ey, die hab ich weggeworfen. Oh, wahrscheinlich weit genug. Komisch. Ah! Sind die Dinger hier zum Rein. Ah, okay. Ich verstehe. Ey, warum hast du mich eingefroren? Hab ich doch gar nicht. Nicht? Okay. Hat so ausgesehen. Ah! Verdammt. Ja, jetzt ist gerade echt kacke, Digga. Ja, ich was weiß. Machst du für einen Scheiß? Mir den Hals ausrenken, anscheinend. Ja, belebt den Deppen doch wieder, ey. Danke. Meine Fresse. Doch, so schnell. So. Kann ich das hier nicht mal alchemisch transmutieren und mir mehr Medipacks rausmachen aus diesen ganzen EM-Wandlern? Das wäre voll toll. Wird so einfach. Du kannst mal ein paar Medipacks schenken, ich hab dir auch viele geschenkt. Ah ja, werde ich dann mal machen müssen. Ach da. Ich meine, ich habe noch ein mittleres und 29 Somatik. Das reicht noch für ein kleines, glaube ich. Ja. Na gut, brauche ich aber erst eine Bank. Der steht da hinten. Jo, warte. Erstmal die Dinger hier. Ja, da kann ich schon mal das Teil hier einsetzen. Jetzt bist du der Schuh. Der Schuh kommt da rein. Und wo ist die Bank? Ganz hinten da. Ah, okay. Gut, dann. Ja. Ah, stopfen wir jetzt einfach mal mein Inventar voll. Ja, okay. Schauen wir mal. Oder sind die zu billig? Nee, die sind nicht so billig. Nee, kosten schon ein bisschen was. Kosten teuer. Wie geht das ja? Und nochmal. So, jetzt habe ich auch fast kein Geld mehr. Naja, reicht. Dankeschön. Die Frage ist jetzt, wo ist die dritte Kartusche? Die habe ich dir hintergeschmissen. Ja, der Schuh, der ist schon da. Da, okay. Wo hast du den? Wann hast du den denn geschmissen? Bevor du da überhaupt angefangen hast. Aha. Naja. So, drei, nee, zwei Typen ineinander. Falsch rum, oder? Nee. Ist zu groß. Jetzt. Sehen Sie doch, Carver. Noch eine Tür. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Es leuchtet schön grün. Höllenmaschine. Ah. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Codex ist jetzt in Mahatant. Und dieser Ort wird vergraben werden für alle anderen Orte. Ich weiß noch, dass ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hatte er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von den Monden. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde.
Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen. Ein Opfer, um uns alle zu retten. Bibi. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Kodex hier sein. Der arme Doktor hat sich das Knie aufgeschlagen. Oh nein. Oh. So, wir dürfen klettern. Yes. Schön, dass immer noch Schnee drauf liegt auf den Ankerketten. Mm. Oh, nach oben. Okay. Ja, was dachtest du denn? Nach unten. Autsch. Alles tut weh. Warte, da muss 100 pro C. Ja, garantiert. Jo. Au. Oh Gott, das wird knapp. Das wird wehtun. Ja. Nochmal zurück. Na, nee, das schaffen wir noch. Nö. Doch, ich schon. Gott, hoffentlich reicht die Nein, natürlich reicht sie nicht. Ich kann nicht zurückschauen, also. Muss ich halt selber umschauen. Ah, du! Kackding, ey! Oh, ich bin fast tot. Vorsicht, das tun wir gleich. Ja, ich sehe das schon, bloß ich komme da manchmal nicht durch. Okay. Das ist Timing. Viel zu eng. Viel zu eng. Da bist du auch durchgekommen. Ja, bin ich. Ja. Warum ist hier jetzt eine Leiche? Was? War doch vorher nicht hier. Ja, das ist deine Leiche. Du Fröbel, du. Vor allem auch noch verbrannt. Alter. Ja, klar. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Interessiert uns nicht, Doc. Nee, ist nicht dein Leiche. Ich glaube, die lag aber wirklich schon vorher da. Können wir nicht dann schneller klettern? Ja, das nervt mich gerade auch. Aufpassen! Ah. Nein, du sollst da nicht rüber springen. Nicht? Meinte Kaba. Kaba. Kaba ist gut, ja. Auch gesund, habe ich gehört. Na, ich warte dann noch. Ja, ja. Bin schon da. Ah, das war ein bisschen spät. Ja, passt, aber ey. Bin auch schon runtergegangen, verdammt. Ah, mit dich. Ach, Pass fei auf dein Leben auf, ne? Ja, ja. Nein. Ha! Ich hab doch gesagt, pass auf! Es ist vollkommen egal, wie viel Leben ich habe, wenn mich die Flammen umschmeißen. Und ich dann schnell noch aus dem Ding rauskomme. Du kannst trotzdem Q drücken. Nee, kann ich nicht, weil das Ding One-Hit-Kill ist. Es ging ja darum, dass die Flammen gestunt haben. Ach so, du warst noch bei dem Zahnrad. Ja. Hm. Macht Sinn. Was ist das überhaupt für Scheiße? Warum müssen die das hier hinbauen? Zur Sicherung, keine Ahnung. Ich wundere sehr, dass die Haken also mal das durchkommen. Vielleicht Idiotie. Jetzt in der Mitte Flammen. Nee, nicht immer. Nee. Hier fliegst du nach rechts. Ja, jetzt kommen gleich welche. Schafft man das noch? Ja. Ah. Ganz knapp. Oh. Komm mittig? Ja, mittig. Ich bin schon da, ja.
müssen mal Seiten wechseln. Knacken. So. Gut. So. Flut. 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 Was machen die Kisten eigentlich hier oben? Ist da noch nie vorher gar nicht gewesen. Das wundere ich mich auch. So. Ach so, ups. Isaac, tu's nicht. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein. Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny. Geben Sie mir den Codex. Geben Sie mir oder den Codex. Ich töte Sie. Nein. Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Was? Du Idiot. Oh. Ich hab's endlich geschafft. Finsternis hat ein Ende. Möge die Evolution beginnen. Jo. Evolution. Sehr richtig. Ellie, wenn ich hier fertig bin, wird alles zusammenbrechen. Alles. Du musst gehen. Nein! Ihr zwei müsst gehen. Gehen Sie zurück zur Erde. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Ich bleibe. Mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller. Klar. Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Ellie. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Kinder. Und diesmal komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! The fuck? Oh Scheiße! Das ganze Ding fällt hinter uns zusammen! Maschine. Ja. Ich war nicht so. Ich hab den Mähpresse gar nicht mehr gebraucht. Da ist die Maschine! Wir müssen sie zurückholen, bevor der Mond sie hat! Ja, da kommt bestimmt jetzt noch ein Bosskampf, 100 Pro. Welcher? Aber das ist doch schon irgendwie episch. Etwas, ja. Doch. So ganz leicht. Hat Anhauch. Von Epicness, ja, doch. Oh, das fällt runter, okay. Okay, dann halt nicht da lang. Ja, da fehlen jetzt irgendwie die Soundeffekte. Da bricht die ganze Zeit was weg und alles. Und da müsste es einen riesen Schlag geben. Ich höre was, ja, aber es ist zu leise, das ist wahr. Ey, das war meine Kiste. Ja, selber schon. Dafür ist das mein Vieh. Gern geschehen. Ich werde es mit nach Hause nehmen und füttern. Das ist richtig auf jeden Fall. Oh, ich treffe auch gerade einfach. Keine Muni mehr, doch. Oh, das sind jetzt nur solche Viecher, ey. Pisst euch. Einfach weiterlaufen. Oh. Oh, das greift mich aber an. Oh, da ist. Okay. Ja, das ist der Wolf.
Von wegen, wir brauchen keine Medipacks mehr. Ja, doch, vielleicht. Oh, es schwebt! Ja. Ja, da hinten ist ein Portal, denn. Gravität. Oh. Na komm. Jetzt. Gut. Den kann man bestimmt abschießen. Ja. Oh, Stein. Wow. Stein. Oh mein Gott. Stein. Jo. Ja, der kam ein bisschen plötzlich, der Stein. Da, da kommt er. Böser Stein. Von unten auch noch einer. Ja. Boah, rechts, überall. Links. Wieder rechts. Oh, da kann man jetzt. Hier! Autsch! Bah! Ach ja. Egal. Oh, Stein. Oh. Ist ja knapp. Unsere Choreografie da. Autsch! Hab fast kein Leben mehr. Jetzt ist gemerkt. Loot! Loot! Loot, ganz viel Loot. Loot. Ach, guck mal. Es steht alles in den Wirbel rein. Ist doch nicht schön. Poetisch. Ah. Boah. Hasse Schlitzer. Wieso fliegen wir eigentlich nicht weg? Wir haben doch so Schuhe, ach, so stimmt, spezielle. Ah, ja. Jetzt Stiefelchen. Na. Na, also, musst du wohl. Ich mach dabei mal das Große. Ist gut. Das war gerade laut. Etwas, ja. Total unangebracht laut. Hebt die Kritik macht fürs Ende auf. Du kannst natürlich das so richtig verunstalten, aber jetzt ist noch zu früh. Ah, das stimmt. Lalalala. Eine Röhre. Eine Lörle. Lörle. Ah. Ah, da geht's lang. Ah. Ganze Loot fliegt weg. Nein. Boah. Was nicht los? Jetzt kämpft er nur noch ohne Kopf, okay. Ja, ich hab den anscheinend. Oh. Hi. Du warst tot. Nee, dein Partner ist gestorben. Wir sind beide gestorben anscheinend. Hm. Oh. Was war das da gerade? Vielleicht ist der Boden weggebrochen oder so. Das kann sein. Wo starten wir schon wieder? Von Anfang von der Insel. Oh. Oh, schon wieder kein Leben. Ja, da kommt jetzt Gegner. Schlitzer. Mach! Oh, ich hasse das, dass man da keine Stasi machen kann. Stirb, 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 stirb. Ah, ah. Schön. Ich hasse diese Viecher. Anti-Aggressionstraining. Mhm, anti. Vertragen. Bin auch voll anti. Na, na, wabbel nicht so. Danke. Laut. Jui. Flieg weg. Und Stachel. Oh. Ach, mir gibt's ja auch. Das war die falsche Taste. Egal.
So. Gut, also was genau hat uns jetzt hier umgebracht? Ich glaube, hinten irgendwas. Lass mal durchrennen erstmal, ein Stück weit. Okay. So, jetzt können wir angreifen. Wir haben Angriff werden. Ja, das geht. Hm? So. Ja, das scheint wirklich auf Zeit zu sein hier. Oh, ich kann nichts sehen. Du hast schon wieder fast kein Leben mehr. Was? Es ist wirklich auf Zeit, wir müssen durchrennen. Okay, okay. Hab grad gesehen, also von hinten bricht wirklich das Stück für Stück auseinander. Alles klar, dann müssen wir Bescheid. Also dann einfach durchrennen. Ja, so wie es geht halt, ne? Ja, machen wir es ja auch schon. Also ich kann Bock, mit dem ganzen Kram zu bekämpfen. Das große Team müssen wir, glaube ich. Ja, jetzt haben wir halt alles auf einmal, die ganze Spitze. Ja, ich habe eine große Waffe. Boah! Hör auf! Pissiger Schlitzer! So. Laufen, laufen, laufen! Ich kann nicht gut. Kommst du? Ich komme, ja. Bin unterwegs. Auf geht's! Alter! Halt mich nicht fest, du Lappen! So. Ah, das war noch nicht in mir. Ja, das machen sie mit Absicht. Ich bin drauf, weißt du? Ha? Steh ich nicht so wirklich drauf. Nicht? Okay. Ja, hier ist wieder eine Bank. Ich glaube, hier ist dann wieder sicher. Sollte man annehmen, jo. Da liegt noch Zeug, Mann. So. Jo. Wie steht's mit den Medipacks? Gute Frage. Zwei große, zwei kleine. Jarl. Hm. Ja, ich geb dir noch ein großes. Okay. Ansonsten mittlere werden auch nicht schlecht. Wo ist denn jemand das Risiko an, die zu verschwenden? Macht nichts. Gut, danke. Ja, Stasi-Pack behalten. Ja, wir haben mal. Dann schaue ich nur kurz noch im Anzug. Vielleicht gibt's hier was Neues. Bezweifle ich so auf den letzten Metern. Ne, Eva, Elite, ne. Rick habe ich ja schon komplett, ne? Ja. Jo, ich hätte alles. Gut. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Blutmond. Blutmond. Ja. Okay. Okay, ja, hier. Hab's gefunden. Ja, macht Sinn. Geiler Lastenaufzug. Ich seh nix. Deine Kamera ist im Boden drin. Oh, das ist nicht cool. Ja. Will ich irgendwas sehen? Bloß ein riesen Mistvieh. Okay. Auf das wir jetzt zufliegen. Das siehst du jetzt aber schon wieder. Oh! Das seh ich jetzt schon wieder, ja. Okay. Dort. Können wir die Katze hier nochmal? Ja, gut. Dann gehen wir es mal an die andere Seite. Blitz. Blitz, Blitz. Blitz. So. Das heißt, du hast gerade noch gesehen? Oder bin ich mal auch im Boden? Okay. Ich hab's ganz normal gesehen. Und durchfliegen! Wow! Wow! Oben drüber!
Die Action. Warte mal, kann man... Boah! Ja. Ja, das sind die actionreichsten Dinger. Oh Gott. Oh, mitten durch. Easy. Warum fliegen wir immer nebeneinander? Wenn man nicht hintereinander fliegt. Das ist so einfacher. Oh, da ist was. Ja, das ist der Maschinenkern, glaube ich. Oh, hi. Hallo, Onkel. Ein Japan-Import. Riesiges, schleimiges Tentakelmonster. Ring! Uns kriegst du nicht. Nee, uns kriegst du echt nicht, du. Sollten wir das Ding killen, dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Hier ist die Plattform. Um uns herum fliegen Marker. Ah. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Okay. Ins Auge! Hä? Nee, das Ding ist weiter, als du denkst. Sind die Marker denn da? Nee, das sind Gegner. Wie? Okay. Aber die Marker kommen hier auch auf uns. Ich hab getroffen. Alter, war der Marker auf einmal klein. Ja. Oh, da ist viel. Hi. Ja, da sind überall viel. Oh, Marker. Wo ist Auge? Hey, hier geblieben. Auge? Da ist noch ein Marker. Vorsicht! Das Vieh wirft Felsbrocken auf uns! Ja, ich seh's! Siehst du doch. Da wo ich hin, Leute. Ja, ja. Wo ist denn hier noch ein Auge? Ich glaube, wir müssen erstmal hier die Phase überleben. Hier bleiben. Okay. Hey, Heck. Hey. Oh, okay. Dieses Geräusch. Der ist ja verschwunden. Da ist noch ein Auge. Lüft man das von hier? Nee. Warte mal. Nee. Jetzt aber! Ah, oh, nee. Schlecht gezielt. Mach Stasi, du Asylum, ey. Wo ist ein Auge? Was hier? Doch da. Verdammt, helfen Sie mir hoch! Ah, na toll. Cap? Ja, ich sehe schon. Gut. Plus. Letztens hast du ja nicht gesehen, dass du da warst. Mhm. Oh! Verpiss dich, Schlitzer! Was bist du, Argo, ey? Okay, so, na, jetzt kommt erstmal die Saugphase. Ja. Ja. Dieses Geräusch. Ja, die hatten wenig Zeit gegen Ende. Ja, meinst du? Ja. Ich hab den jetzt einfach so hingeworfen, weil sie ja eh noch dauert. Alter! Piss dich! Ohne Witze, ey. Marker! Ja, schießt du kannst Auge? Besser schießen. Wo ist Auge? Ja, da. Ah, hier links. Bams. Ja, frisst die Maschine auf, ist kein Thema.
Rück! Raus! Der die Maschine ist! Der Codex ist darin! Ich kann's nicht erreichen! Warten Sie! Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen! Was? Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat! Ja! Komm her! Sei brav! Ich kann dir nicht helfen. Doch, du hilfst mir gerade. Oh. Siehst gesund aus. Ja. Ist Wackel in der Luft. Ja, nix wie hin, ne? Lag dann auf jeden Fall falsche Richtung. Wenn man da mal rüberkommen wird. Ah, jetzt. Wie wär's mit so? Das war's dann? Wir benutzen den Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr, wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Tschüss! Du auch. Ich wette drauf, dass es ein Happy End gibt. Spoiler Alert, nicht in diesem Spiel. Oh. Nicht, wenn du das passende DLC hast. Und Mampf. Isaac, bist du da? Komm mal. Isaac, du bist tot, nicht? Das Markersignal. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Koordinaten der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Bin bereit. Isaac Clark. Und andere Menschen. Und Menschen. Skip. Nee. Nee. Ich mag Credits nicht. Ja, aber ich meine, so ein bisschen was Ehre sollte man Menschen schon erbieten, die das gemacht haben. Dein Fazit. Wie würde ich das nennen? Ich habe keine Ahnung. Ich halte nicht so viel von dem Spiel und beleidigen will ich es auch nicht, weil es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also sage ich lieber nicht viel. Doch, darfst gern alles sagen. Nö. Nicht so verklemmt. Lieber nicht. Die Nebenmission vielleicht. Ja, so viel haben wir ja da nicht gemacht.
man nicht fühlt, würde ich sagen. Mehr als die Hälfte, meine ich, müssen das sein. Aber halt, bis auf die Paramission war ja nicht wirklich was Kreatives dabei. War hauptsächlich für Goodies. Und dann immer mit quasi denselben Räumen. Gut, ich meine, es ist eine Militärbase, von daher kann man das schon irgendwie verstehen, aber es hätte schon interessanter gelöst werden können, denke ich. Insbesondere, weil es wirklich dreimal genau derselbe Raum war, wo dann das Lager runterkam. Oder war es sogar viermal, ich weiß es nicht. Oft. Jo. Jetzt haben wir noch ganz am Anfang diese Stelle mit der Musik. Weißt du da eigentlich von? Ich weiß es gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Du guckst die Videos selber nicht und so weiter. Welche Musik? Hier der eine Vollvogel, der sich auf der Brücke verbarrikadiert hat. Und das ganze Schiff mit Bomben und so weiter vermint. Du erinnerst dich? Vielleicht? Nee. Vielleicht nicht? Okay, schade. Jedenfalls spielt sie da ein relativ lautes Musikstück, das Tatatata gekopyrightet war. Echt? Mhm. Schlecht. War jetzt nicht so toll, vor allem es war nur dieses eine Stück. Und dann auch noch so aufdringlich laut, also nächstes Mal am besten bitte nicht mehr. So, was hat man noch? Mein mechanisch war das schon interessant, ne? Wie dieses im Weltraum rumfliegen. Ja, das ging schon an sich. Die Mechanik und die Story waren gut, aber... Am meisten gestört hat mich das Asset Reusing. Also dass man so viele Räume, die gleich aussehen hatten. Dass man grüne Kisten an Plätzen gefunden hat, wo noch kein Mensch zuvor war. Das ist... Nee. Naja, ich meine, das war ja bis jetzt aufs Ende eigentlich nicht der Fall. Bisher war ja überall schon jemand zu den Massen 300 Jahre vorher. Ja, aber... Nix so mein Ding. Die Charaktere haben mich noch ein bisschen was gestört, muss ich zugeben. Warum das? Naja, ich meine, Isaac ist halt Isaac, psychisch extrem mitgenommen aus Dead Space 1 und 2 und dem Kram, der dazwischen lag. Carver sind sie mir das Arsch. Danik sowieso, Norton ohnehin. Santos ist so die, ja, fast schon das Quotenweib gewesen eigentlich, weil Ellie ist ja so... Ja, schreibt man Ellie. Die Verliebte. Ja. Oder so, genau. Ja, mein Santos ist ja so die Wissenschaftlerin, die alles kann, aber irgendwie doch überhaupt nichts kann, weil sie nur denken kann und nicht kämpfen und überhaupt nicht in der Lage ist, im Alltag klarzukommen. Jo. Ich meine, zu Norton muss ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Naiver Dreckskerl. Immer noch grafisch, ja. Also, die Scheiben der Skip-Shuttles. Nein, einfach nein. Aber halt vorgerendert. Ja. Ja, aber wann ist das Spiel rausgekommen? Länger her. Ich glaub 12 war es, ich gar nicht mal so alt. 10 oder 12 den Dreh rum. Dein alt. Da hat man, glaube ich, so eine Grafik nicht erwarten können wie jetzt heute. In Witcher oder was. Ja, gut. Ich meine, die Grafik ist auch nicht so groß wie in Witcher. Ich meine, gerade bei der Alien-Tion ist mir das ziemlich aufgefallen, dass sie doch ein bisschen was schmiert waren, teilweise. Also, ja. Hat gute Grafik für die Zeit, das ist wohl wahr. Aber so einen Tunnel nochmal kurz mit reinzubringen oder zumindest vernünftig vorzurendern, daran soll es jetzt nicht scheitern, denke ich. Vielleicht war das eins der am Ende stehenden Aufgaben. Kann auch sein. Warum dachtest du nochmal, dass es am Ende so wirklich knapp geworden ist? Ja, weil gegen Ende hin immer mehr Scheiße aussah.
Die Texturen, die waren nicht mehr unbedingt so schön. Da habe ich schon bessere gesehen vorher im Spielverlauf. Dann ab und zu waren mal Sounds, deren Lautstärke extrem übertrieben war. Ja. Also überhaupt nicht angepasst oder gemixt. War einfach so, als wenn sie das auf, wenn auf einmal die Deadline näher rücken würde. So eine, dass man anstatt einen Monat nur noch eine Woche Zeit hat und dann alles irgendwie hier wuschtelt. Okay. So hat sich das für mich angesehen. Gut Deutsch, ich kann. Sehr wundervoll. Was haben wir noch großartig zu sagen? War es eigentlich schon so ziemlich, oder? Mhm. Wenn die eigentlich auch mal auf die Credits. Ups. Bestimmt irgendwann mal, ja, aber. Ich meine, es ist ein modernes AAA, da machen schon so ein paar tausend Leute mit. Mhm. Ja, haben wir schon Pläne für das nächste Projekt? Nö. Eben. Auf jeden Fall kein AAA. Ja. Musste mal sein, finde ich. Zumal Dead Space eben damals wirklich richtig stark unterwegs war, wenn ich mich erinnere. Also. Gab's doch umsonst. Gab's das umsonst? Ne, Battlefield gab's umsonst. Dead Space glaube ich nicht. Doch. Doch? Ja gut, dann, ne? Can't beat the price. Als würdest du Geld ausgeben für sowas. Nee. Ja, würde ich und habe ich auch. Ja, für Battlefield, das ist ja nochmal was anderes. Nee, für Battlefield habe ich auch kein Geld ausgegeben. Oh Mann. Ja, ich meine, ne? Wenn es schon aufs Haus gibt von EA, dann bitte gerne. Da war jetzt gerade zweimal Franz Cognac gestanden. In den Credits. Echt? Okay. Ja. Nicht gesehen, ich guck mir den nicht wirklich an, nur so oberflächlich. Die QA, ja, ja. Mhm, die Noobs, die alles testen müssen. Was bleibt man als QA eigentlich? Ich stelle mir das irgendwie ziemlich entspannt vor. QA ist ziemlich entspannt. Das ist eigentlich nur testen. Also komplette Software durchtesten anhand von Testskripten, vorgegebenen Testfällen. Aber du verdienst halt auch echt überhaupt nichts. Mhm. Wenn du das Skript nicht selber schreiben musst, ist es wirklich simpelst. Ja, manchmal musst du es selber schreiben, aber nicht immer. Meistens bist du einfach nur irgendjemand, der so ein Skript ausführt. Von wegen, wenn man auf diesen Button drückt, wird dann alles richtig angezeigt, ja, nein. Und so weiter. Das ist halt über jeden einzelnen Button in der kompletten Software echt schon langweilig. Ja, hm. Aber naja, ist ein Job wie jeder andere, ne? Ich könnte mir interessantere Jobs vorstellen. Ja, besser als am Fließband, würde ich sagen. Ist es nicht so ziemlich genau wie am Fließband? Nee, wenn du testest, dann testest du ja die komplette Software im Ganzen. Also, eigentlich nie das Gleiche. Ja, das, aber es ist immer wieder ein Knopf, ne? Ja, aber nicht der gleiche. Ja, aber an einer anderen Stelle, der was Ähnliches macht. Ob es jetzt die Tür auf dem Raumschiff oder die Tür in diesem Alien-Maschinen-Gerät-Dingens-Kirchens öffnet, ist doch auf dem Papier egal. Auf dem Papier, ja, aber nicht für den Tester. Ain't gonna miss you anymore. Ich glaube, das war das Lied gerade. Das ist wirklich, naja. Die Production Babies. Wait, what? Nacho Sojo Seraphim. Leute, was tut ihr dem Kind an? Wirklich? DJ Hawk. Ja. Gatsby, auch schön. Leo Lee. Auch sehr schön, ja. Ja. V-Sync, funktioniere gefälligst. Aha. Thanks KTMDPCCKL. Christ.
Ja, ja. So, die ganzen Danksagungen. Big Love. Gott, Französisch. Was wo? Wow. Ah ja, doch, die haben wir uns, warte. Ja. Jo, ne? Man muss sich halt auch mal verewiglichen. Ewiglichen. Perfekt. Two Kind. Perfekt. Was wo? Two Kind. Hab dich lieb. Okay. Ja. Nein, no, Copyrights. Nee, das ist nur das SMAA, okay. Da steckt gerade, von wann Dead Space ist, naja. Hm. Wen es interessiert, der kann sich auf Wikipedia ansehen. Mhm. So, vorbei. Ellie? Ellie? Okay. Gab also doch quasi Happy End. Das gäbe es wirklich erst in DLC. Naja. So, und jetzt ist mein Bildschirm schwarz. Ja. Nee, jetzt. Okay, ich hab normal abgeschlossen. Ja. 3 NLD-Platinen-Set verfügbar. Plus 3 nachladen. Ach so. Weil wir das so unbedingt brauchen. CLP. Yes. Plus 3. Geil! Wir haben endlich die Dinger. Wir können jetzt mehr Clips machen. Ja, und wir können jetzt noch. Neues Spiel Plus war das? Oder wo kommen wir die anderen Modi noch machen? Ja, genau. Neues Spiel Plus. Ja, keine Ahnung. Mein Origin ist schon längst zu. Mit dem Inventar und den Ressourcen des abgeschlossenen Spiels. Stelle ich mir langweilig vor mit den Waffen. Aber gut. Ja, das ist. Mark 2 übertaktete Teile und plus 3 Platinen sind all zu finden. Kann auf jeden Fall gesagt werden. Lame? Okay, klassisch. Ah, das ist bessere Edition. Oh. Nur klassische Waffen, okay, und Hardcore und alles mögliche. Aber ja, dann haben wir das und mal schauen, was dann demnächst kommt. Eventuell. Unter Umständen, möglicherweise. Vielleicht. Vielleicht. Ja, schön. Also bis dann oder eben auch nicht, ne? Jo. Ciao. Ciao.